der Sommersession haben der National- und der Ständerat entschieden, dass die sogenannte Emissionsabgabe abgeschafft werden soll. Gegen diesen Beschluss ist das Referendum ergriffen worden. Das heisst, die Schweizer Stimmbevölkerung wird darüber entscheiden, ob die Emissionsabgabe abgeschafft werden soll oder nicht. Die Emissionsabgabe ist eine Steuer auf Eigenkapital. Sie ist eingeführt worden nach dem Ersten Weltkrieg, weil die Staatsfinanzen dort in einer schwierigen Situation waren. Die Emissionsabgabe heisst, dass 1% von neuem Eigenkapital über eine Schwelle von 1 Million Franken soll an den Staat abgeliefert werden. Eigenkapital ist etwas Gutes. Eigenkapital sichert Unternehmen ab. Gerade in wirtschaftlichen Krisen sind Unternehmen darauf angewiesen, dass sie ein gutes Finanzpolster haben, und das ist eben das Eigenkapital. Wenn man jetzt in so einer Krise ist, wie wir es in der Pandemiezeit erlebt haben, dann brauchen Unternehmen häufig frisches Eigenkapital. Nehmen wir als Beispiel ein Reisebüro, das aktuell ein Eigenkapital hat von 1,5 Millionen Franken. Wenn jetzt das Eigenkapital um 1 Million Franken soll zusätzlich erhöht werden soll, um das Unternehmen absichern, dann geht 1% davon direkt an den Staat, ohne dass der Staat für das eine eigene Leistung erbracht hat. Das soll es künftig nicht mehr so sein. Darum soll eben die Emissionsabgabe abgeschafft werden. Der Bund hat kürzlich festgestellt, dass 80-90% der betroffenen Unternehmen KMU sind. Und eine Studie von BAG Economics hat aufgezeigt, dass die Abschaffung der Stempelabgabe dazu führt, dass es mehr Wachstum gibt und dass mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Es ist darum an der Zeit, das Relikt aus der Vergangenheit abzuschaffen, die Emissionsabgabe ersatzlos zu streichen, für stabile Unternehmen und für eine erfolgreiche Wirtschaft.